Das Wort Pathologie kommt aus dem Griechischen. Es setzt sich zusammen aus Pathos und Logos, das heißt Krankheit und Wort. Wort im übertragenen Sinn auch als Lehre zu verstehen. Also die Pathologie ist die Lehre von Krankheiten. Die Hauptaufgaben der Pathologie sind neben der klinischen Obduktion die histologischen Gewebsuntersuchungen von lebenden Patienten sowie umfängliche mikrobiologische Untersuchungen. Das Jakob-Erdheim-Institut ist eines der größten derartigen Institutionen im Raum Wien. Es werden derzeit ca. 450 Obduktionen, 27.000 Gewebsuntersuchungen, 7.000 zytologische Untersuchungen und 59.000 mikrobiologische Untersuchungen pro Jahr hier durchgeführt. Es werden diese Methoden teilweise durch zeitgemäße molekularbiologische Techniken ergänzt. Es ist so, dass die Pathologie dementsprechend nicht nur postmortale Diagnostik, sondern in umfänglichem Maße auch für die Qualitätssicherung der klinischen Diagnostik relevant ist. Die hier erstellten Befunde bilden sozusagen die Grundlage der Diagnostik und Therapie in der klinischen Medizin. Es sind somit tragende Säulen der Qualitätssicherung in einer Krankenanstalt. Ich darf Sie nun einladen in die Räumlichkeiten des Jakob-Erdheim-Institutes zu kommen und hier Ausschnitte aus der täglichen Routinearbeit des Pathologen zu sehen. Der erste Herzschnitt nach Rogitansky erfolgt am Largo obtusus hinter dem linken Herzohr und eröffnet sozusagen den Einstromteil des linken Ventrikels. Man sieht hier die Mitralklappe und kann von hier aus den linken Vorhof darstellen bzw. die Klappensäle der Mitralklappe bewirken. Die Klappensäle ist im Sarg, die linke Herzwand etwas verschmälert und die Trabeke und Kapillarmuskel leicht abgeplattet, was auf eine Herzdilatation weist. Das gleiche erfolgt mit dem rechten Ventrikel, man sticht bei der Herzspitze ein, tastet sich durch die Trifuspidalklappe in den rechten Vorhof vor. Das gleiche erfolgt mit dem rechten Ventrikel, man sticht bei der Herzspitze ein, tastet sich durch die Trifuspidalklappe in den rechten Vorhof vor und eröffnet hier den Einstromteil des rechten Ventrikels. Entfernt werden und erkennt hier eine geringe Verdickung der Papillarmuskel und Trabeke im rechten Ventrikel, was auf eine geringgradige Rechtsherzhypertrophie anschließend erfolgt der Ausstromteil des rechten Ventrikels, der
Arteria pulmonalis und den Pulmonalklappen. Als dritter Herzschnitt erfolgt dann die Eröffnung des Aufstromteils des linken Ventrikels mit der Darstellung der Aorta. Mal die Symmetrie, also die äußere Form, ob die Hemisphären gleich groß, gleich geformt sind. Das ist in diesem Fall gegeben. Nach Virchow eröffnet man zunächst einmal den linken Seitenventrikel, indem man mit dem Hirnmesser in den Sulcus corpore callosi eingeht und hier den Balken einmal nach vorne, einmal nach hinten eröffnet. Hier kommt der Seitenventrikel mit dem Plexus choroideus zur Ansicht. Anschließend geht man in das Foramen interventriculare ein und trennt die Columnae formicis, septum pellucidum und Balken durch und bekommt somit Einblick in den dritten Ventrikel inklusive Zirbeldrüse. Anschließend löst man die Tela choroidea ab, macht nun einen 45-Grad-Schnitt durch die Stammgangien. Kleinhirn durchtrennt man zunächst den Wurm und einen Längsschnitt und sieht somit hier den Lebensbaum. Zur Beurteilung der kortikalen Prozesse ist es empfehlenswert, noch den Kortex durch Parallelschnitte zu lamellieren. Anschließend erfolgt noch die Beurteilung des Hirnstamms, also der Brücke unter Medulla oblongata, beziehungsweise der basalen Hirnarterien. Damit ist die grobe makroskopische Sektion des Gehirns beendet. Dann was ist das nächste? Potes mirabilis. Die Primärplatte. Thank you.
hier ein Aorten- und Herzpräparat mit einer Erkrankung, die Professor Erdheim erstmals beschrieben hat. Es handelt sich um die sogenannte idiopathische Medianekrose Erdheim-Gsell. Sie sehen hier in dieser Aortenpräparation, dass die Innenschicht der Aorta, also die Gefäßmedia, dissoziiert ist, das heißt zerschichtet und dementsprechend von der mittleren Schichte der Aorta abgelöst. Man sieht das hier, wo ein Teil der Intima hochgeklappt ist. Die Ursache dieser Erkrankung ist eine degenerative Veränderung der kollagenen und elastischen Fasern der Aortenwand. Man sieht makroskopisch hier einzelne atherosklerotisch anmutende Plaques in der Aortenintima, die teilweise grau-weißlich, glasartig beschaffen sind, teilweise auch entsprechend lipoiden Plaques imponieren. Das Herz ist dilatiert, also die Herzkammern sind dementsprechend erweitert, weil die Herzmuskulatur aufgrund dieser Aortenveränderung eine erhöhte Volumenbelastung hat und dementsprechend auch die Pumpleistung höher ist, was zu einer stetigen Überbelastung und dementsprechend auch Ausweitung der Herzkammern führt, was man hier sehr gut in Form dieser romanischen Bogenform dieses Herzschnittes erkennen kann. Auch die Trabekel- und Papillarmuskel sind abgeplattet durch den erhöhten Volumendruck, der hier durch diese erhöhte Belastung entsteht. Man sieht auch unterhalb der Dissektionsstelle an diesem Aortenpräparat, dass die Aorta hier oberhalb des Klappenringes sackartig ausgeweitet ist, also ein sogenanntes Aortenaneurysma besteht. Einzelne so kleine, auffällige, unserer Meinung nach.